Juni 2014 vor der Nürnberger Lorenzkirche. Ein kleines Mädchen beginnt Blockflöte zu spielen. Was dann passiert, geht unter die Haut. Nach und nach kommen immer mehr Musiker dazu. Am Ende spielt ein komplettes Orchester Beethovens Ode an die Freude. Ein sogenannter Flashmob der Nürnberger Symphoniker. Initiiert von der Evenord Bank. Keine plumpe Marketingaktion, sondern ein eindrucksvolles Beispiel, was die Evenord Bank für ihre Kunden macht. Denn das Credo heißt hier: Was kann eine Bank für ihre Kunden tun und nicht umgedreht, auf gleicher Augenhöhe eben. Das wird ein weiteres Mal im Germanischen Nationalmuseum deutlich. Hier stellt Vorstandsvorsitzender Horst Schneider der Öffentlichkeit zum ersten Mal das sogenannte E-Prinzip vor. Es ist so wie im Leben, man möchte sich weiterentwickeln. Und dann kam einfach die Idee, einfach hier eigentlich gute Auswirkungen für die Gesellschaft, für die Menschen und für die Umwelt. Dann war die Frage, wie machen wir das? Und dann sind wir dahinter gekommen, dass wir einfach sagen, wir brauchen auch entsprechende Produkte. Wir müssen den Menschen sagen, dass Geld auch Sinn macht. Geld ist nicht neutral. Und vor diesem gedanklichen Hintergrund haben wir dann das E-Prinzip letztendlich entwickelt. Heißt, die Evenord Bank hat zusammen mit ihren Kunden klare ethische Werte definiert. So gelten zum Beispiel strikte Regeln für das Geldanlagegeschäft. Investitionen in Unternehmen, die beispielsweise nachweislich die Umwelt verschmutzen oder die Menschenrechte verletzen, sind absolut tabu. Für eine Bank sicherlich ein revolutionärer Ansatz, der aber den Nerv der Zeit trifft. Denn Experten sind sich einig, Banken müssen das Vertrauen ihrer Kunden wieder zurückgewinnen, um erfolgreich zu sein. Ich finde, dass es eine sehr, sehr gute Strategie ist, im Endeffekt, gerade um Vertrauen wieder aufzubauen, um dem Kunden auch aufzuzeigen, in was die Gelder denn investiert sind, die dort bei der Evenord Bank angelegt sind. Also vom Ergebnis her gesehen, muss da jemand was richtig gemacht haben. Wie stark dann diese Wertekultur da eine Rolle spielt, wird man wissenschaftlich vielleicht nie belegen können. Aber gefühlt hat das einen ganz starken Einfluss. Die Kunden sagen das zumindest. Und das macht sich sogar schon in den Zahlen bemerkbar, denn seit der Einführung des E-Prinzips sind die Umsätze bereits deutlich gestiegen. Die Kunden sind sehr angetan. Es ist natürlich eine Bankveranstaltung, in der die Menschen etwas hören, was man eigentlich nicht so gewohnt ist von einer Bank. Es ist irgendwie, ich sage mal, ein bisschen was Revolutionäres. Aber ich sage für mich selber, das ist ein Weg, den wir geradlinig gegangen sind. Den können wir von links betrachten, von rechts. Es ist was Schönes für uns. Und das ist für uns ein Weg, den wir weitergehen wollen. Und diesen Weg geht die Evenord Bank als geschlossene Einheit. Denn erst kürzlich hat eine Umfrage ergeben, alle Mitarbeiter identifizieren sich ungemein mit der Evenord Bank und ihren Zielen, sind stolz, dort zu arbeiten. Und davon profitiert am Ende dann natürlich auch der Kunde.